zeigt sie nicht sehr. Nein, okay. Guck mal, du bist ja leicht. Du kannst nicht geschafft. Nein. Gibt's ja vielleicht gar nicht. Aber auch ganz schön. Und für die, die auch nicht mal Schuhe besohlen können, wir brauchen noch immer jemanden, der uns frischen Kaffee bringt. Der TEE hat eine ganz andere Lok. Der ist nämlich oben hoch, hat unten hoch. Da wurde gesagt, ich war mal ein guter Schuh. Im Herbst 1962 wurden die Lokomotiven wieder in ihre Normalausführung zurückgebaut. Unsere Lok E10 1239 wurde im Jahr 1962 in Dienst gestellt und war bis dort auch im Einsatz. Thank you.
10 Minuten Pause. Nur zur Dramaturgie. In den 70er Jahren baute die Deutsche Bundesbahn ein Netz von Fernschnellzügen auf zur Bedienung und zur Bedienung dieses Netzes wurden 100 Vorkriegsschnellzugwagen modernisiert. Die Fahrzeuge wurden mit einer stahlblauen Lackierung und zum Teil mit dem Schriftzug Deutsche Bundesbahn versehen. Als erstes zeigen wir Ihnen hier nun einen dieser F-Züge, bespannt mit der E-Lok E10 348 und zwei blauen F-Zugwagen, die dem F-Zug Blauer Enzian entstammen. Dieser Zug verband Hamburg mit München. Die beiden Wagen entstammen der zweiten Garnitur dieses Zuges. Man benötigte für die Verbindung zwei Zuggarnituren. Die erste Garnitur wurde aus dem Wagen des Henschel-Wegmann-Zuges gebildet, der vor dem Zweiten Weltkrieg zwischen Berlin und Dresden im Einsatz war. Die zweite Garnitur bildet man aus einem Salonwagen und einigen neueren Erste-Klasse-Wagen sowie dem extra für diesen Zweck hergerichteten Kanzelwagen. Auch dieser wurde aus einem Salonwagen umgebaut. Die Leute oder was? Achten Sie hier bitte ganz besonders auf das Ende vom Zug, hier wieder mit dem Kanzelwagen. Ah ne, das, achso, da. Bitte? Nicht dann wieder hinten. Getränken versorgte. Zunächst war an eine besondere Betriebsgesellschaft gedacht, die einheitliches Rollmaterial beschaffen und auch Personal und Betrieb stellen sollte. Hierfür war die Zeit allerdings noch nicht so ganz reif. Die Bahnverwaltung fürchteten einen zu starken Eingriff in ihre Hoheitsrechte.
Letztlich einigte man sich, so oft wie in Europa, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, der 10 Punkte umfasste. Höchstgeschwindigkeit 140, Achslast maximal 18 Tonnen, mindestens 100 Plätze pro Zug, Wagenaufteilung entweder als Großraumwagen mit Mittelgang oder als Abteilwagen mit Seitengang. Maximaler Sitz- und Laufkomfort, Dienstraum für Zoll- und Grenzschutzpersonal, Bordküche wäre für mich jetzt besonders wichtig, Mittelpufferkupplung, internationales Bremssystem mit Stufenbremse, Außenanstrich Bordeaux-Rot-Beige mit silbernen TEE-Emblemen. Diese Übereinkunft führte dann zur Gründung der Kommission Trans-Europe Express mit Sitz in Den Haag. Folgende Eisenbahngesellschaften waren dort beteiligt. 160 km/h angehoben werden. In der Einheit befindet sich ein Triebkopf der normalen Bauart sowie der letzte erhaltene Gasturbinentriebkopf. Im Laufe der Jahre kamen weitere TEE-Züge hinzu und es konnten mehr und mehr mit Elektrolokomotiven bespannte Züge eingesetzt werden. Die DB stellte 1962 ihre F-Züge Rheingold und Rheinpfeil auf neue klimatisierte Wagenmaterial um. Im Zug befand sich auch ein Aussichtswagen, der beim reisenden Publikum besondere Wertschätzung genoss. Bitte nicht hinter die Absperrung treten. Kommen Sie bitte zurück. Vielen Dank. Danke. In der Folgezeit beschaffte die DB weitere klimatisierte Reisezugwagen für den TEE-Verkehr. Konkurrenz erhielt der TEE im Jahr 1971, als die Deutsche Bundesbahn den innerdeutschen Intercity-Verkehr einführte. Diese ebenfalls nur die erste Klasse führenden Züge verbanden die deutschen Großstädte erstmals im Zwei-Stunden-Takt miteinander. Auch beim Komfort waren diese Züge dem TEE gleichrangig. Ein besonderer Service, der den Kunden im TEE wie auch im IC geboten wurde, bot das Zugsekretariat. Hier konnten Geschäftsbriefe diktiert, Telegramme aufgegeben und sogar mittels Zugpostfunk Telefonate geführt werden. Wir stellen Ihnen nun einen lokbespannten TEE-Zug vor,
gezogen von der wohl elegantesten Lokomotivschöpfung der Deutschen Bundesbahn, der Baureihe 103. Mit den ebenso zeitlos eleganten Wagen aus dem TEE. Begrüßen Sie die 103 113 mit Ihrem TEE-Zug. Die Lokomotive gehört seit einigen Wochen zum historischen Fahrzeugbestand des DB-Museums und sie wird in den kommenden Jahren vor dem TEE-Zug zum Einsatz kommen. Ab 1970 wurden die Serienlokomotiven der Baureihe 103 in Dienst gestellt. Sie wird als eine Weiterentwicklung der Vorserienlokomotive gehandelt und ist äußerlich am zweiten Lüfterband erkennbar. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h und einer Dauerleistung von 7440 kW, das sind 10.118 PS, waren die Lokomotiven in der Lage, sämtliche Aufgaben des schweren Schnellzugdienstes zu übernehmen. Die Lokomotiven trugen in den ersten Jahren ab 1970 bis zur Jahrtausendwende die Hauptlast des IC-Verkehrs. Insgesamt wurden 145 Lokomotiven der Baureihe 103 in Dienst gestellt, die bis auf einige wenige Lokomotiven inzwischen leider ausgemustert sind. Ich habe noch einen. 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 Ich habe noch ein
Thank you.